Dann gehen wir mal rein. Tempelmarkthalle. Chocolate. It's locked. Lass dich von dieser Seite nicht öffnen. Schlag doch einfach die Tür ein. Lässt sich wahrscheinlich auch nicht öffnen. It's ja locked, klar. Alright. Ist alles nicht öffnenbar. Was ist das? Die Speisekarte von The Blind Gourmet. Restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Was den Gästen wird zu Beginn die Augen verbunden? Tageskarte. Vorspeisen. Raten Sie mal. Geheimnisteller, exquisite Geschmäcke. Hauptgerichte. Schmackhafte Überraschung, wundervolle Genüsse, veredeltes Kuriosum. Kuriosum, so rum. Nachtische, süße Geheimnisse, heiß-kalte Überraschung, Gaumenrevolution. Vorwarnung. Allen unseren Gästen werden die Augen verbunden, bevor sie zu Tisch geführt werden. Sie sind eingeladen, zum Genuss ihrer Mahlzeiten all ihre Sinne zu nutzen, mit Ausnahme ihres Augenlichts. Klingt eigentlich auch nicht schlecht. Nach Temple Garden war ich hier nie auch schon mal. Hä? Das muss aber hier irgendwo sein. Meter nach unten? Kann ich da hoch? Ah! Da kann ich nach oben. Ja, ich sehe gerade nichts. Oh, toll. Aua. Oh, Käse. Nee, Gebäck. Sah aus wie Käse. Oh, was ist das? Gute doppelläufige Flinte. Interessant. Vor allem in so einem Gebäckgeschäft, weißt du? Findet man einfach mal eine Flinte. Ah, jetzt kann ich hier aufschließen. Ah, da haben wir auch noch Kiste. Oh, Kalium. Kalium ist immer gut. Oh, Geld. Hoffe ich, denke ich. So. Ach so, das ist ein Spiel. Ich dachte schon, hä, was ist das für ein komischer Typ, der da rumläuft? Da. Ach nee, das ist ein Stapel Zeitung. Der hat so komisch geleuchtet. Was haben wir denn hier? Irgendwas Grunzendes auf jeden Fall. So. More Braille. Oh, bei Herz. Text in Blindenschrift. Ein nicht zu entziffernder Text in Blindenschrift. Nur die Überschrift ist in lateinischen Buchstaben geschrieben. Heilmittel für Blind. Oh! Oh! Das ist doch einer dieser Zettel, den wir finden mussten, oder? Warte mal, Moment. Ich muss gerade mal. Ich habe irgendwo dieses Ding aufgeschrieben. Wo waren das? Zettel für Quest. Das war doch das, ne? Im Wohnkomplex. Im Einkaufszentrum von West End. Ja, genau, da haben wir es doch. Geil. Wir haben unwissend so einen Zettel aufgehoben. Schön. Da freue ich mich tatsächlich. Da muss ich den schon nicht mal suchen. Müssen wir uns merken, dass wir hier den Zettel für Blindenschrift gefunden haben. So, hier haben wir auch aufgeschlossen. Schön. So, gibt's denn hier sonst noch was? Ja, bleib doch nicht an den Dingern hängen hier. Ah, guck mal, da haben wir noch eine Kiste. Die nehmen wir mit. Ja, siehst du, da kann er sich rüber teleportieren, trotz Ding, ne? Da ist zu. Da gibt's Hüte. Das war's aber offensichtlich. Wo zum Teufel? Wie der Vater, so die Tochter. Finde Louise Teasdale.
Die müsste eigentlich hier irgendwo sein. Die Frage ist halt nur, wo genau? Die Frage ist nur, wo genau? Weil hier im Einkaufszentrum kamen wir ja nirgendwo runter, außer da, außer dieser eine Platz. Hier ist höchstwahrscheinlich zu. Ja, natürlich. Ach, genau. Genau, das war diese Ecke von vorhin, ne? Ja, das war diese Ecke von vorhin. Wo ich noch gesagt habe, naja, da müssten wir wieder komplett außen rumlaufen. Da habe ich keine Lust zu. Diese Ecke war das. Aber irgendwie muss man doch da hinkommen. Die Frage ist nur, wie? Finde Louise. Finde einen Weg ins Anwesen. Uff. Oh nee. Das ist doch schon wieder... Komm. Bäh. Okay, das war witzig. Sie kommt hier angerannt. Und was machen wir? Batsch, einfach mit der Schrot ins Gesicht, weißt du? Da stehen die Frauen heutzutage total drauf, wenn man ihnen ins Gesicht schießt. Warum auch nicht? Soll ja vermeintliche Wunder bewirken. Ich weiß zwar nicht in welcher Hinsicht, aber es soll Wunder bewirken. So, da ist auch nichts. Da haben wir noch. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Hier kann man Zeug plündern. Ein bisschen was zumindest. Boah, könnte man bitte diese Musik, diese Soundkulisse aufhören? Das klingt immer so, als. Ich weiß nicht. Ach so, ich dachte schon, was liegt denn hier? Na gut, ist aber keine schlechte Idee. Da, 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 da. Da unten kreischt schon wieder so einer. Ah, stand ich nicht irgendwie da oben oder so? Das kommt mir bekannt vor hier. Komm her, Ratte. Ratti! Ich brauche deine Hilfe. Dankeschön. Bäh! Ah! Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Das war die Stelle, wo ich da fast krepiert bin. Na? Hast du aufgehoben jetzt? Ja, sieht so aus. Finde einen Weg. Ja, genau, das war hier. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Stelle. Ich erinnere mir. Da siehst du, mit zweieinhalb Schüssen war die Sache gegessen, weißt du? Und ich bin da in der zweiten Folge, die ich aufgenommen habe, bin ich ja fast verreckt. Aber da hinten scheint es nichts zu geben. Ja, das war eine totale Sackgasse. Ich kam halt hier auch nicht weg. Das war also das erste Mal da richtig, richtig knapp. Aber wie soll ich denn bitte da darüber kommen? Import, Clothing. Clothing, Import. Ich höre hier noch eine Ratte irgendwo. Ich gönne mir noch mal ein bisschen Blut. Was war das? Oh, was ist das? Ein Zettel? Angehefteter Brief. Louise, mir tut leid, was passiert ist. Bitte komm zurück in die Stadt. Bitte komm zurück. Die Stadt ist zu gefährlich, als dass du nachts draußen sein solltest.
Es passiert nie wieder, versprochen. Selbst wenn du nicht mehr mit mir reden willst, lass mich wenigstens wissen, dass es dir gut geht, Papa. Maybe there's a way to break into this house. Ah, Teasdale. Ich hab einen Hinweis gefunden. Zu ihr. Oh, Junge. Mach doch nicht die ganzen Sachen kaputt. Mach doch nicht die ganzen Sachen kaputt. Ich erschrecke hier fast zu Tode immer. Hallo, Ratti. Hallo, Rattilein. Ich habe jetzt leider überhaupt keine Ahnung, wo ich schon überall war. Oh, da kommen leuchtende Augen. Ah, Drecksack. Da hat er mich doch noch erwischt. Da hat er mich doch noch erwischt. This is despicable. Oh, ich bin doof. Ich hätte vorher das machen müssen. I can't believe I'm doing this. Ah, da war das Päckchen, das ich gesucht hatte. Das Päckchen. Oh, hier kann ich rein. Was haben wir denn hier? War ich hier überhaupt? Ich glaube, hier war ich schon. Kann das sein? Ah, ja, genau. Hier haben wir das verseuchte Mädel getroffen. Ich erinnere mich. Hier haben wir das verseuchte Mädel getroffen, die uns dann ins Theater geführt hat. Oder wodurch wir die Quest dafür dann gekriegt haben. Lass mich raten. Nee, doch nicht verschlossen. Na, so gesund sieht er auch nicht mal aus. Oh, hier ist auch noch was. Da habe ich ja sogar was vergessen. Ja, gibt's das denn? Ah, ich glaube, hier kam ich rein. Da war nämlich ein Fenster offen. Ich habe nämlich gerne die Angewohnheit, die Fenster zu finden. Ach so, das ist die. Brauchen wir nicht. Ich dachte gerade, da liegt eine Katze auf dem Bett und schläft. Was ja auch nicht so überraschend gewesen wäre eigentlich, ne? Schauen wir mal hier. Jo, hat's hier geleuchtet. Hier. Was ist das? Ach, schon wieder Quarantäne. Ja, ja. Quarantäne. Ich habe bestimmt schon lange oder schon sehr oft wieder die Möglichkeit übersehen, diesen Zaun zu umgehen, wie es in der Quest heißt. Mal 100 pro. Oh nee, nicht schon wieder. Ach komm. Einfach mal ins Gesicht schießen, das geht schon. Hier schleicht doch irgendwo noch was rum. Ich höre das doch. So, was haben wir hier? Na? Nix. Er wusste gar nicht, was ihn traf. Da schreit was. Ah, hier war ich auch noch nicht. Das kommt mir aber trotzdem verdächtig bekannt vor. Hier war ich auch schon. An diese Zeitungsecke erinnere ich mich. Hier ist höchstwahrscheinlich zu. Nee, doch nicht.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, schon wieder, wo ich hin muss. Ich glaube, ich suche hier noch die letzten paar Minütchen, bis die Folge um ist. Und dann google ich mal, wo genau ich hin muss. Weil ich habe hier halt auch keinerlei Hinweise und nichts, ne? Ich bin wahrscheinlich wieder 150 Mal schon dran vorbeigelaufen, wo ich eigentlich hin muss. Ja, jetzt bin ich schon wieder. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich bin 100 pro schon irgendwie 150 Mal dran vorbeigelaufen. Ach, guck, da oben. Da oben. Ah, ich glaube, das war das, wo ich... Oh, ein bisschen Geld. Ich glaube, das war hier, wo ich das freigeschaltet hatte, ne? Wo ich so einen Ruhebereich freigeschaltet habe. Da kann ich eigentlich mal wieder die Pünktchen vergeben. Ja, genau, hier ist die Werkbank. Hier oben ist das Bett. Ich vergebe gerade mal die Pünktchen. Kann ich denn... Ja. Gibst mehr Blut aus, um dich sofort zu heilen. Wobei, die könnte ich eigentlich auch, ne? Mehr Blut. Und noch mehr Blut. So. Hä? Ich wollte gerade sagen, das funktioniert doch gar nicht. Da habe ich doch viel zu wenig. kann ich denn... Sollte das vielleicht mal ein bisschen häufiger einsetzen. Aber das Problem ist, ich vergesse das immer. Ich vergesse immer, mich anzuschleichen und das zu nutzen. So. Du. Ah, kann es sein, wenn ich dann schlafen gewesen bin und der nächste Morgen angebrochen ist, dass sich dann Schränke und Co. wieder nachfüllen? Oder zumindest einige, also nicht alle vielleicht, aber ein bisschen was? Guck, da ist nämlich auch. Oh, Alter, hat mich diese Büste hier gerade erschreckt. Ich dachte, da steht jemand. Da kam ich hoch, glaube ich. Das Geflacker, Alter. Oh ne, die Tussi ist auch wieder da. Krä, krä. Finde einen Weg. Oh, komm schon. Mich hat er umgehauen, ist selber dabei umgefallen. Alles klar. Wieso nicht? Oh, oh, oh. Oh. Quarantäne. Oh. Ich glaube, wir haben das gefunden, wo wir hin müssen. Müssen. Kanalisation bei der Temple Church. Finde einen Weg in Aloysius Dawsons Anwesen. Ich gebe mein Bestes. Hm, da leuchtet was. Ich mag es, wenn irgendwas leuchtet. Auch was. Der Moment, wenn man rein zufällig den richtigen Weg findet. Immer wieder interessant. It's locked, all right.
Yay. Ach, hier geht's auch noch nach unten. Plop. Wo? Oh nein. Ach du Scheiße. Ah! Schön, wenn man nicht trifft. Naja, hätte mehr sein können. Nee! Wage es nicht! Au, au, au! Neues Sammelobjekt. Die Gewalt der Vulkots. Lasst euch niemals von der Größe eines Vulkots täuschen. Diese kräftigen Bastarde sind so flink wie jeder andere Blutsauger, können aber auch genauso ausgeschaltet werden wie sie. Nagelt ihre verrottenden Kadaver auf dem Boden fest, bevor ihr sie enthauptet. Merkt euch, am wichtigsten ist es, sich vorzubereiten und die Schwächen eures Feindes zu kennen. Das Problem ist nur, Vulkots haben natürlich keine Schwächen. Sie sind stark, schnell, wachsam und tödlich. Sie sind Tötungsmaschinen mit nur einem Ziel. Sie wollen euch mit ihren riesigen Klauen an den Hals. Wenn einer von euch Kerlen also Pech hat, jemals einem Vulkot zu begegnen, merkt euch das. Weicht aus und macht es wütend. Verletzt es, beschimpft es und macht es fuchsteufelswild. Das Hirn der Vulkots schaltet sich aus, wenn ihr es genug piesackt. Sie denken nicht mehr nach und greifen nur noch blind an. Ihr könnt nur gewinnen, wenn ihr so einen taktischen Vorteil gegen das dumme Biest erlangt. Nutzt diesen Vorteil. Aus Kennt eure Feinde von Carl Eldridge, Anführer der Wache von Priven. Uff. Oh, der hat aber gut Punkte gekriegt, gegeben, ne? Wir sind aber auf jeden Fall offensichtlich auf dem richtigen Weg, sonst hätte ja dieser Bossfight jetzt gerade nicht stattgefunden.